gibt eine zweite Art von Verantwortung und die ist nicht unwichtig. Ich möchte sie nicht wegschieben. Diese wirtschaftliche Verantwortung, diese rein pure wirtschaftliche Verantwortung, es klappt, es funktioniert, die ist eine wichtige. Und es gibt eine zweite, die soziale Verantwortung. Hier geht es darum, dass ich das Recht respektiere. Ich achte das Recht des anderen, ich achte Gesetze, Verträge, Vereinbarungen, ich halte mich daran. Natürlich komme ich da in den Grenzbereich der Macht, frage, wie ich die Verträge gestalte, aber mal davon unabhängig, kann ich mich so legitimieren? Ich kann sagen, ja, jetzt mal ganz egal, was die Folgen sind oder mal ganz egal, wie die wirtschaftliche Seite aus, das, was ich tue, ist gedeckt. Ist gedeckt durch die Rechtsbeziehungen, ist gedeckt durch die Vereinbarung und durch die Verträge. Und es gibt ja viele, viele Fälle, wo Menschen sich ganz auf diese Frage zurückziehen. Und die dritte Verantwortung ist die kulturelle, habe ich gesagt. Und wenn ich dahin komme, dann stellt sich sofort die Menschenbildfrage und die Weltbildfrage. Denn die kulturelle Verantwortung kann ich eigentlich nicht beantworten oder kann mich nicht auf etwas beziehen, wenn ich nicht sage, aus welchem Menschen, aus welchem Weltbild heraus will ich antworten. Was ist mein Kulturhintergrund? Und betrachte ich die Erde nur substanziell oder ist sie ein Ort für die Menschheitsentwicklung? Und das ist dann eine Frage sozusagen in der kleinen Welt, in der größeren und in der ganz großen Welt muss ich mir diese Frage stellen. Also wenn ich diese drei Verantwortungen isoliert betrachte, dann komme ich auf der einen Seite zu dem Menschen, der ja, eigentlich zum Funktionär wird, der nur die Frage stellt sozusagen, ob das aufgeht und ob der Auftrag erfüllt ist. Dann komme ich eigentlich sehr stark hin zu dem Knecht, der nicht die Konsequenzen bedenkt, sondern der, wie Theodor Storm das gesagt hat, immer nur fragt, sozusagen, habe ich es richtig gemacht, habe ich so gemacht, wie ihr wolltet, deckt das eure Vorstellung? Oder ich komme zu dem Menschen, der ganz sich auf das Juristische hinbewegt, da haben wir heute eine große Gruppe von Menschen davon, die glauben, wenn sie sich in dem Raum, in dem Verantwortungsraum bewegen, dann seien die Fragen eigentlich beantwortet. Ich habe das Recht, mein Recht extensiv auszuschöpfen bis zum Schluss und die Konsequenzen spielen dann eigentlich keine Rolle mehr. Ich bin gedeckt, ich bin legitimiert. Und wir kommen drittens auf die Gruppe Menschen, die doch ganz in das Soziale hineingehen, die sich ganz widmen, manchmal bis zum Verzehren hin, dieser kulturellen Frage, auch manchmal unter Vernachlässigung der Wirtschaftlichkeit und ganz ihren Schwerpunkt hinlegen auf dieses Dienen der Menschheit, den Menschen. Es kommt, glaube ich, darauf an, dass wir alle diese drei Verantwortungsbereiche in uns integrieren. Jeder hat seine Berechtigung. Aber es ist gut, wenn wir sie voneinander gedanklich trennen können, damit wir wissen, ob sie auch alle gedeckt sind. Mein Vater hatte einen Spruch, den er immer gesagt hat, wenn jemand zu ihm gesagt hat, dir geht's doch gut, du bist Unternehmer. Er hat das Unternehmen gegründet im Jahre 47. Nachkriegsgründung, Notgründung sozusagen, weil er mich ernähren musste, ich bin 44 geboren und er ein Bein verloren hat und eigentlich nicht wusste, wie er durchkommen sollte. Er hat halt einen kleinen Laden aufgemacht, weil er vorher mal in einem Bedienungsladen, Supermarkt gab es ja damals nicht, so in einem kleinen Laden gearbeitet hat und hat sich dann selbstständig gemacht. Hat auch Kreditschwierigkeiten gehabt, welche zu bekommen, weil wäre damals schon gut gewesen, wenn jemand da gewesen wäre, der ihm kleinen Kredit gegeben hätte, wäre es ein bisschen schneller gegangen vielleicht. Also er hat immer gesagt auf diese Frage, nee, ich habe drei Chefs.
den Herrgott, die Frau und die Schulden. Also ein bisschen darüber sinnieren, weil ich habe das natürlich jahrelang auf die Seite geschoben und in die Kategorie dumme Sprüche meines Vaters eingeordnet. Und er hat eine ganze Menge davon gehabt, mit denen er mich immer gequält hat. Aber irgendwann habe ich verstanden, was er damit meinte. Dass er nämlich eigentlich angesprochen hat auf diese drei Verantwortungsbereiche. Und eigentlich gesagt hat, ja, diese drei Verantwortungsbereiche, das ist für mich die Orientierung. Und man kann das ja auch, diese Dreidimensionalität in der Orientierung im Raum deutlich sehen. Wenn Sie sagen, der Herrgott, dann ist das diese Spanne zwischen Idee und Wirklichkeit. Dann ist diese Frage sozusagen, wie stehe ich, wie finde ich meine Mitte zwischen dem Idealismus und dem Pragmatismus oder dem Idealismus und der Realität. Und das ist die Frage, wie kriege ich es im Leben hin, dass ich die Ideen realistischer mache, also dass die Menschen anschließen können, und die Realität idealer mache. Und durch dieses ständige sozusagen Bewegen zwischen der Welt und dem Himmel, sozusagen zwischen denen wir aufgespannt sind, das ist diese eine Verantwortung. Und das ist dieser eine Chef. Der zweite Chef, die Frau. Jetzt hat er natürlich wahrscheinlich nicht nur seine Frau gemeint, weil er hat viele Menschen um sich gehabt. Viele Mitarbeiter auch gehabt. Und er hat die Verantwortung für die sehr ernst genommen. Und das ist eigentlich die Frage, kann man sagen, innen, außen oder ich und die anderen, ich und die Gemeinschaft. Der zweite Verantwortungsbereich. Und der dritte Verantwortungsbereich, die Schulden, das ist die Wegfrage. Was entbinde ich, was löse ich, was befreie ich, was vergeude ich, was verwandle ich dabei und wie sieht meine Lebensbilanz, meine Wegbilanz aus? Was ist meine Spur? Und so ist das, was mein Vater da in diesen drei Begriffen gefasst hat, etwas, was man immer wieder sozusagen als Orientierung nehmen kann. Sicherlich nicht mit den drei Begriffen, das war jetzt seine sehr kräftige und lebenserfahrungsgemäße Ausdrucksweise. Aber ich finde es zunehmend, wenn man älter wird, kann man da eher drauf eingehen, als wenn man jünger ist. Aber je älter ich geworden bin, desto angenehmer fand ich die Bilder. Und wir haben ja jemanden, der Bilder malt für so etwas. Das ist zum Beispiel eine Bildersprache gewesen für meine Begriffe dazu. Für mich verbindet sich das immer mit den drei Fragen. Und das versuchen wir im Unternehmen auch ganz deutlich zu pflegen. Die Frage einmal des Wozu, also sozusagen die Frage zwischen Himmel und Erde, wozu ist das Ganze, was ist der Sinn der ganzen Sache? Die Frage wie, sozusagen, wie wirkt das auf die Menschen? Wie ist das sozusagen, wie wirkt das in den Beziehungen zu den anderen Menschen? Und die andere Frage, was gestaltet sich, was kommt dabei heraus, was ist das Werk, was ist das Ergebnis, was ergibt sich dabei? So. Ich möchte die Frage über Verantwortung vielleicht damit abschließen, dass ich mich ärgere manchmal über so Begriffe wie Eigenverantwortung oder selbstverantwortlich. Weil das ist eigentlich der Versuch, sozusagen so eine Kurve zu machen. Und dann bin ich ja doch wieder bei mir. Also antworten heißt eigentlich, ich habe einen Gegenüber. Und da machen wir manchmal so Tricks dann mit der Verantwortung und sagen, ja, ich bin mir verantwortlich. Ja. Und das ist eigentlich, ein Trick. Weil mit mir kann ich alle Verträge machen, die kann ich immer wieder auflösen. Das ist kein Problem. Das Problem beginnt immer erst dann, wenn ich mich konkret mit dem anderen beschäftige. Und sage, ja, die Antwort gebe ich dir. Ich sage immer zum Spaß, wenn ich meine Frau am Jahresende sage, ich werde ein guter Mensch im nächsten Jahr, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Wenn sie sagt, woran soll ich das messen, dann wird es schwierig.